Und dann bin ich auch schon wieder da mit der Türe. So, ich öffne dann die andere Datei, Tür innen. Dann da ist nur das Fenster. Da will ich ausschneiden, dann muss ich wieder auf 700 machen. Oder machen wir mal auf 800. 800. Und da oben 1000. Und dann erzeuge. Ja, da hier ist, wird dann das Fenster ausgeschnitten. Und hier drumherum. So, nicht auf 0 setzen oder so was. Einfach auf Start. Dann geht er ja wieder dahin, ja. Ne, Moment. Das war falsch. Dann soll ich ja erstmal da probieren. Hier rein. Nee. Wo ist denn da, ne? So, dann sage ich mal, haben wir auf 4 diesmal. Und dann auf Start. Da kommt der Fokus. Aber das hat was mit Licht zu tun. Der Fokus. Ist schon fertig. Ja. Schauen wir mal, ob das auch so ist. Nee, ist ja nichts. Und ich noch mal. Ja. Machen wir zweimal oder dreimal? Dann machen wir dreimal. Das schauen wir mal, wenn ich durch bin. Mit dem Cuttermesser ein bisschen, das ist nicht viel, vielleicht ein Zehntel oder so was. So, ich habe hier billiges Glas gefunden. Also das Glas, was hier reinkommt. Einfach mal Verpackungsmaterial. Kennt ihr bestimmt auch. Na gut. Nicht so von wo irgendwas drin war. Ich glaube Marzipan war hier drin. Oder irgendwas war da drin. Oder hier. Auch Glas für die Scheiben. Und soll ich da Folie kaufen, wenn die Folie selber kaufe? So, sind die beiden. Die will ich einwechseln für die Scheiben. Nur mal nebenbei so.
wiederverwenden, ne? Gucken, ob er da passt. Wird das hier hingestellt und dann ranzoomen. Gucken wir mal. Dann sieht das jetzt hier hin. So, jetzt haben wir jetzt aber mal hier zurück. So, dann gucken wir mal das mal so an. Licht. Wer hat das nochmal gesagt? Öke? Oder was war das? Mehr Licht. Fokussiert den nicht mehr. Und je näher ich hier rangehe, ja, kann man eigentlich schon anbieten. Okay, das war jetzt die Tür. Beim nächsten Mal baue ich die Tür dann ein. Dann haben wir schon Glas rein. Beziehungsweise wir kleben das nur dahinter. So. Hinter dem unteren Teil nehmen wir das dahinter und sieht das aus wie Glas. Okay, bis demnächst.